Heute, was geht ab, Leute? Hunger mit ein paar Neuigkeiten. Und zwar wurde der nächste Raid Boss angekündigt. Fängt morgen an. Und zwar ist es Regi Eis. Ist bis zum 19. Juli da. Und ja, schauen wir uns ein paar Sachen bezüglich Regi Eis an. Wie der Name schon sagt, ist Eis. Ist einer der drei Regis. War eigentlich klar, dass die kommen. Also die Frage war, kommt jetzt Shiny Godon oder irgendeiner der Regis? Mal schauen, wie die es machen werden. Ob sie alle drei Regis jetzt raushauen nacheinander. Oder ein Regi, dann Shiny Godon, dann nochmal ein Regi, dann Shiny Rayquaza oder sowas und dann wieder ein Regi. Aber zumindest jetzt, für den nächsten Monat, ab morgen, haben wir Regi Eis. 100% sind 1764. Da könnt ihr schon sehen, wie low der eigentlich ist. Im Vergleich dazu haben wir ja heute noch Kyogre, 2328. Das sind einfach beinahe 600, 560 WP Unterschied. Die meisten sind dementsprechend auch nicht so begeistert davon, was ich halt gar nicht verstehen kann. Okay, die Legendären jetzt, die Regis sind nicht so top, aber ich persönlich mache eigentlich nicht Raids, um mir Top-Pokémon zu fangen, sondern weil es halt ein Legendäres ist, das ich einmal so gut wie möglich haben will und dann auf Max pushen will. Und nebenbei mache ich noch EP, Bonbons und TMs und so. Sprich, mir ist persönlich egal, wie gut oder schlecht das Legendäre ist. Ich werde den so oft machen, wie es geht, damit ich den einmal auf Max pushen kann. Damit ich genug Bonbons dafür habe und dann nehme ich die EP und die ganzen Extras gerne nebenbei mit. Und die meisten heulen rum, ja, 3 Monate Raid-Pause und so ein Scheiß. Sicher nicht, weil jeder will einen guten haben, egal wie schlecht er ist. Da will ich mal sehen, wie die ganzen Leute, die jetzt labern, 3 Monate Raid-Pause, dass die echt 3 Monate Pause machen. Wir wissen alle, dass es nur dummes Gelaber ist. Aber man weiß nie, falls sie echt Pause machen, hier ein paar Tipps. Was für gute Contests alles gibt, damit ihr die auch ohne die Leute machen könnt. Top-Pokémon sind unter anderem Lavados, Entei, Flamagra, Glugak mit der C-Day-Attacke, dann jetzt vom letzten C-Day, Despotar mit Doppelgestein, Machomai natürlich, Hariyama rein theoretisch, Logok und sogar Ho-Oh. Ho-Oh kann eine Stahl-Attacke als Fast-Attack und dann Feuer-Charge-Move, aber... Schauen wir uns mal die Sachen genauer an. Ho-Oh ist jetzt nicht unbedingt ganz oben mit dabei, aber rein theoretisch wäre er ein guter Konter. Aufpassen sollte man aber auf die Attacken von Regieis, weil es kann Erdbeben, was natürlich sehr effektiv gegen Feuer ist. Dementsprechend müsst ihr aufpassen, dass ihr dann nicht zerstört werdet. Und falls ihr mit Despotar angreift, er kann auch Fokusstoß. Das würde der Despotar zerstören. So, ich habe das Ganze mal hier im Poke-Battler reingeschmissen. Alle Angreifer auf Level 40 eingestellt und auf schnellste Zeit zum Sieg habe ich eingestellt, glaube ich. Zeit zum Sieg, genau. Und dann sehen wir die 6, okay, wir sehen mehr, aber wir schauen uns nur die Top 6 an. Und zwar die besten Konter, mit denen man am schnellsten Regieis besiegen kann. Da haben wir auf Platz Nummer 1 Lavados, Attacken, Feuerwirbel, Hitzekoller. Also die Zeit hier können wir außer Acht lassen. Das ist halt, wenn du nur einen Lavados hast. Dann bräuchtest du 1121 Sekunden. Aber wir kämpfen ja in 6er-Teams und mit anderen Leuten. Aber rein theoretisch wäre er halt der schnellste. Auf Platz Nummer 2 haben wir Entei mit Feuerzahn Hitzekoller. Wenn Regi Eis rauskommt, und zwar morgen, und ich dann meinen ersten mache, werde ich dementsprechend auch noch einen Entei auf Max pushen. Ich habe 98er, ich habe glaube ich sogar 2 98er. Muss ich nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall werde ich einen Max pushen, habe ich bisher noch nie getan. Feuer nie wirklich gebraucht, aber jetzt dann. Dann natürlich Machomai, ich bin sehr begeisterter Machomai-Fan. Konterwuchtschlag, bestes Moveset für ihn. Auf Platz Nummer 4 überraschend, Flamagra, Aquana, Blitzer, immer solide. Und Nachtaga, Psyana. Auf Platz Nummer 4, wie gesagt, Flamagra mit Feuerwirbel, Hitzekoller. Dann auf Platz Nummer 5, Logok, aber nicht mit 2 Kampfattacken, weil der hat es ja in meiner Top 5 Kampf-Pokémon-Liste geschafft, aber mit 2 Feuerattacken. Also rein theoretisch könntet ihr wahrscheinlich auch 2 Kampfattacken benutzen. Ist auch effektiv, aber Feuer ist ja besser. Feuerwirbel, Hitzekoller. Und dann, was mich sehr überrascht, Hariyama, Konterwuchtschlag. Also bestes Moveset, aber Hariyama an sich eigentlich nicht so krass. Ist jetzt 3,9 Sekunden schneller als Glugak, was halt eigentlich echt gar nichts ist. Und vor allem, wenn man betrachtet, dass es noch diese hohe Zahl ist und das noch nicht runtergerechnet wurde, ist... Ja, ist das nicht, kein großer Vorsprung gegenüber Glugak mit Feuerwirbel-Lohe-Kanonade. Von dem ich übrigens keinen auf Max, keinen guten habe.
Ich hatte davor ja schon alle Starter auf Max gepusht. Und ja, dann am C-Day hatte ich natürlich keinen guten. Nur einen Shiny einfach so entwickelt. Und den werde ich jetzt nicht einfach so auf Max pushen. Mit dabei dann noch später Kapilz, Mewtwo und dann erst auf Platz Nummer 10 Despota mit Doppelgestein. Aber hier könnt ihr sehen, also der Unterschied zwischen Mewtwo und Despota ist 0,1 Sekunde. Also die sind alle gleich gut. Sprich, Despota könnte theoretisch auch Platz 8 sein. Also Platz 8, 9 und 10 sind einfach hier so echt identisch. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Kurze Ankündigung. Ab morgen, wenn ihr aufsteht, ist Regieis da. Beste Konter, Feuer, Kampf und dann noch Despota vom letzten C-Day, falls ihr noch ein paar gute habt. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr Regieis findet. Findet ihr es cool, dass er da ist? Oder wolltet ihr lieber Shiny Godon sehen? Das unten in die Kommentare. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Mies ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.